Hallo Yogi-Freunde, ich bin's wieder, euer Dirk und heute zu Gast der Sebastian. Und manche Flammen erlöschen nie. Wir zeigen euch das große Lavanderdeck von Sebastian. Viel Spaß! Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, ich habe heute mal Besuch aus unserer Community mitgebracht, nämlich den guten Sebastian. Hallo. Na, auch leidenschaftlicher und passionierter Spieler hier bei unseren Locals. Und er hat heute mal sein Groh-Salamander-Deck mitgebracht. Tja, und falls ihr mal selbst Lust habt, auch vielleicht mal mit mir zusammen oder auch mit einem von unseren anderen, sag ich mal, Stammmoderatoren euer Deck vorzustellen, dann kommt gerne mal vorbei, kauft euch ein Ticket und dann habt ihr vielleicht sogar die Chance, euer Deck vorzustellen. Sprecht uns gerne einfach mal an. Und jetzt wollen wir mal mit dir loslegen, denn du hast mal das Groh-Salamander-Deck mitgebracht. Korrekt. Ein Deck, was ja auch schon eine geraume Zeit im Spiel zu sehen war und auch sehr, sehr lange Zeit das Format ja dominiert hat, nachdem das Structure-Deck damals erschienen ist. Korrekt. War das ein sehr, sehr extrem starkes und populäres Deck, was man auch für kleines Geld kriegen konnte. Das Deck hat sich aber über die letzten Jahre hinweg ja auch ein bisschen weiterentwickelt. Und ja, jetzt wollen wir uns mal gucken, was du aus dem Deck gemacht hast. Ja, schauen wir mal. Genau, dann fangen wir mit dem Main-Deck einfach mal an. Und gucke mal, was du so drin hast und wie oft du manche Karten spielst und warum und überhaupt und sowieso. Dann fang doch einfach mal an und dann erklär mal so ein bisschen. Okay, als erstes haben wir einmal eine Kopie Groh-Salamander-Gazelle. Mhm. Dient einfach dazu, wenn ein Monster als Starter weggelegt wird, unter anderem das Link 1, der Bailings, der Signalux, kann er halt sich specialen. Mhm. Aufgrund dessen dient er halt, um schneller in den Heat Soul zu kommen oder in den Access Code, je nachdem ob Go First, Go Second. Mhm. Ist ein ganz, ganz guter Start, um schnell in ein hohes Link-Monster zu kommen, um dem Gegner ein bisschen Angst einzuflößen, würde ich mal sagen. ja, großartig, gibt es halt eigentlich nichts großartig zu der Karte zu sagen. Ja. Die lässt sich halt specialen, sobald ein Groh-Salamander Monster sich auf den Friedhof gelegt wird. Mhm. Genau, dann darf er sich selber halt als Spezialbeschwörung beschwören. Und wenn das genau passiert, dass er beschworen wird, dann dürfen wir uns eine Karte von unserem Deck auf den Friedhof legen, eine Groh-Salamander-Karte. Korrekt. Na, also damit haben wir quasi einen kleinen Combo-Extender, sag ich mal, der hat bei der Beschwörung entsprechend sich halt beschwört und dann unseren Friedhof ein bisschen füttert. Und damit durch ein paar sehr, sehr interessante Ziele, die auch für diese Kombos natürlich sehr relevant und interessant sein dürften. Korrekt. Gut. Als nächstes spiele ich dreimal Groh-Salamander Jack Jaguar. Mhm. Das ist ja einer der beliebten Ziele, die wir natürlich auf dem Friedhof parken wollen, denn genau. Jack Jaguar hat ja einen sehr interessanten Effekt, den wir im Friedhof aktivieren dürfen. Richtig, korrekt. Er kann sich halt, wenn sobald ein anderes Groh-Salamander Link-Monster vorhanden ist, in dem Fall spielt man das mit dem Signalux, um ihn selber wieder zu specialen, um direkt halt in dem First Try, go first, in den Heat Soul zu kommen. Mhm. Ist die einfachste Variante, auch die stabilste Variante. In meinen Tests hat sich das so bewährt. Mhm. Ja, und vor allem kann er auf dem Feld noch als kleiner Beatstick halt fungieren, weil als Stufe 4 Monster mit 1800 Angriffspunkten kann man schon ein bisschen Schaden drücken. Das ist korrekt. Das darf man halt nicht vergessen. Genau, und wichtig hierbei ist auch, wenn er Monster in Verteidigungsposition angreift, hat er sogar noch durchschlagenden Kampfschaden. Kommt zwar eher selten vor, weil man bislang das Feld meistens schon beim Gegner dezimiert hat und noch gar nicht dafür sorgt, dass der Gegner großartig irgendwie ein Feld aufbauen kann. Deswegen ist er vielleicht ein bisschen zweitrangig, aber vergessen sollte man den Effekt trotzdem nicht. Das kann schon mal den entscheidenden kleinen Unterschied ausmachen, wenn man dann noch ein bisschen durchschlagen kann. Haben wir tatsächlich schon ein Game gebracht. Ja, siehst du. Also von daher hier in dreifacher Ausführung den Groh-Salamander Jack Jaguar. Ja, aber wir haben noch ein anderes gutes Friedhofsmonster. Korrekt. Und da haben wir einmal Groh-Salamander Gürteltier. Mhm. Ja, ist unter anderem, wenn man den relativ schnell im Friedhof haben, weil Vorteil ist, er kann sich halt selber wieder specialen, wird aber allerdings, nachdem er wieder dann aus dem Graveyard gespecialt wurde, leider verbannt. Wenn er das Spielfeld verlässt. Wenn er das Spielfeld verlässt, genau. Aber wir wissen ja schon, das kann man auch ein bisschen umgehen, indem man ein solches Monster einfach als Exis-Material benutzt, weil Korrekt. Solche Monster verlassen ja technisch, zumindest laut dem Regelwerk, nicht das Spielfeld. Das heißt, man kann dann damit verhindern, dass wir das Gürteltier permanent verlieren, indem wir ihn einfach als Exis-Material benutzen. Korrekt. Da haben wir zwar ein passendes, haben wir da ein passendes Ziel für? Ja, haben wir sogar, dazu kommen wir dann nachher, aber wir werden das Extra-Deck uns ein bisschen näher angucken.
Von daher hier eine sehr gute, ja sag ich mal, Combo, auch hier eine Combo-Extender-Karte, denn falls wir sie halt nicht als Link-Material verbraten und dementsprechend permanent verlieren, haben wir trotzdem die Möglichkeit, denn das Gürteltier gut zu benutzen. Aber auch selbst wenn wir nicht direkt vom Deck auf den Friedhof schicken können, mit der Gazelle beispielsweise, haben wir auch die Möglichkeit, die Karte einfach abzuwerfen. Und was macht er denn dann am Ende? Korrekt, dann kann er ein großer Monster einmal einen ATK-Boost von 500 ATK geben. Okay. Vorteil ist natürlich, Karte liegt dann im Grave, kann sich wieder selber special. Ja. Heißt, Extender für eventuell weitere Operationen. Ja, also von daher hier auch in zweifacher Ausführung, denke ich mal, auch ausreichend, weil man will ihn nicht unbedingt auf der Hand haben, genau, weil halt direkt aus dem Deck auf den Friedhof befördert. Von da aus ist er ja quasi auch permanent verfügbar, wenn er nicht durch eine gegnerische Dedicree oder ähnliche Karten halt verbannt wird. Korrekt. Gut, dann geht es weiter mit den Singletech-Karten bei den Großsalamanders. Genau, da haben wir dann einmal Großsalamander mehr. Ja, das ist ja eine Karte, die man jetzt neuerdings öfter mal antrifft. Also die habe ich ja vorher auch in den ersten Builds auch nie gesehen, ehrlich gesagt. Aber mittlerweile ist er öfter mal drin. Warum denn eigentlich? Vorteil ist halt natürlich, wenn er sich addet, egal wie, außer durch normales Ziehen natürlich, kann man die Karte vorzeigen und er kann sich specialen. Mhm. Heißt, man hat einen weiteren Extender, um ein höheres Xyz, was erzähle ich denn? Ein höheres Link-Monster zu kommen. Ist natürlich ganz gut, um schnell sich ein Board zu legen, um den Gegner in dem Fall zu brechen oder halt ein bisschen Eindruck zu schinden, je nachdem. Ja, gut. Also, ja, dazu kommt halt noch, dass ich halt eine Großsalamander-Karte theoretisch abwerfen könnte, um ihn aus der Hand zu specialen. Genau, was halt wieder dann interessant werden dürfte, falls man ihn schon bereits auf der Hand hält oder halt durch normales Aufziehen quasi halt gezogen hat. Genau. So kann man ja trotzdem noch irgendwo als Combo-Extender benutzen. Passend wird das Ganze dann wieder, wenn wir das nochmal mit entweder dem Jack Jaguar kombinieren, indem wir ihn einfach abwerfen oder halt alternativ, indem wir einfach das Gürteltier abwerfen. Schon haben wir quasi zwei Extender in einem mehr oder weniger und von daher ist es auch, glaube ich, ganz gut, ihn auch da nochmal in einfacher Ausführung auch zu spielen, weil gerade das Meer kann man sich auch aus dem Deck einfach direkt raussuchen. Richtig, korrekt. Gut, alles klar. Dann haben wir aber noch ein sehr beliebtes Ziel, nämlich das Großsalamander Fuxi auch in einfacher Ausführung. Korrekt. Ich habe viele Decklisten mir angeschaut, auch viel rumprobiert, viele spielen auf 3, finde ich 3 ist ein bisschen Overkill. First Effect ist natürlich, wenn er als Normalbeschwörung beschworen wird, kann man sich die obersten 3 Karten ausgraben und eine Großsalamander-Karte dann auf die Hand nehmen. Was schon ziemlich gut ist. Aber man zielt im Endeffekt ja darauf, dass es schnell in den Grave geht, also in den Friedhof, um sich, wenn eine offene Zauber- oder Fallenkarte, in dem Fall das Sanctuary zum Beispiel, offen liegt, kann man eine Großsalamander-Karte abwerfen und ihn aus dem Friedhof zu Spezial zu beschwören. Ja. Ihr merkt also, wir haben halt sehr, sehr viele Monster sich aus dem Friedhof beschwören können, um hier nochmal unser Feld zu fluten, um halt in die großen Link-Kombinationen zu gehen. Und das ist auch so die wesentliche Strategie, über halt unsere Extra-Deck-Monster dem Gegner halt ein bisschen, ja, sag ich mal, Druck zu machen. Korrekt. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zu den Non-Großsalamander-Karten. Und hier haben wir auch eine ganze Menge Karten, die so ein bisschen unsere Strategie unterstützen und hier so ein bisschen ja, die Combo-Plays quasi ergänzen und erweitern. Genau, da haben wir den Flammenbuffalo. Ist eigentlich so mit eine der besten Starterkarten, die man auf dem First Blood haben kann. Geht einfach darum, Normal Summon Flammenbuffalo, Link 1 in den Signal-Looks, Effekt, Chaining 1. Signal-Lux, Chainlinks 2, Flammenbuffalo, um ihn zu chainblocken, den Baddings und zwei Karten zu ziehen. Natürlich vorher wichtig, eine Karte, ein Cyber-Monster muss abgeworfen werden. Viele vergessen das immer. Ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, weil man auch wirklich ein Cyber-Monster abwerfen muss. Deswegen spielst du ja auch eigentlich ausgiebig nur Cyber-Monster, um auch diesen Effekt auch aktivieren zu können. Und das kombiniert sich auch wieder sehr, sehr gut mit den ganzen Karten, die sie auf dem Friedhof halt legen wollen. Ja, wir haben es ja gerade schon gesehen mit Jack Jaguar und dem Gürteltier und auch den anderen Kollegen hier, dass sie sich auf dem Friedhof halt eher wohlfühlen. Von daher haben wir hier nochmal die gute Möglichkeit, auch mal tote Handkarten nochmal gut zu verwerten für weitere neue Karten. Richtig, man geht halt im Endeffekt plus 1, halt einen muss man abwerfen, den man am wenigsten braucht, macht am meisten Sinn. Ja, normalerweise ist schon, das ist richtig. Gut, aber dann haben wir noch mehr interessante Sachen aus dem Cybers-Bereich, nämlich mit dem Mikrocoder, der ja auch jetzt vor nicht allzu langer Zeit auch einen Reprint bekommen hat, der glaube ich auch durchaus nötig war. Ja, was kannst du denn zu dem Mikrocoder noch so ein bisschen erzählen? Was macht er so für schöne Sachen? Ja, Mikrocoder ist natürlich eine sehr gute Extender-Karte. Auf dem einfachen Grund, er kann von der Hand weggelinkt werden für ein Code-Talker-Monster. Gut, die Code-Talker fangen in der Regel ab 2 an.
Vorteil ist halt natürlich, er hat ja zweierlei Effekte. Einmal in der Hand und einmal, wenn er auf dem Feld gelinkt wurde. Mhm. Unter anderem, wenn er auf dem Feld gelinkt wurde, auf der Hand gelinkt wurde, kann man halt, wenn er auf den Friedhof gelegt wird, eine Signet-Karte, Zauber oder Falle, sich aus dem Deck raussuchen und auf die Hand nehmen. Vom Feld her, gut, Effekt ist eigentlich ja temporär, den nutzt man so gut wie nie, aber er sagt halt aus, dass man ein Cybers-Monster der Stufe 4 adden kann. Statt halt dem Cyber den Zauber dafür, genau, was aber auch nicht ganz verkehrt ist, weil unsere ganzen Großalamander-Karten sind ja alles Cybers-Monster. Von daher, klar, wenn man ihn mal als Normalbeschwörung beschwören muss, zwangsläufig, aus welchen Gründen auch immer, kann man trotzdem über dem Wege halt auch seinen Zweiteffekt nutzen, aber in den meisten Fällen suchst du halt über die Cyber-Karte, ne? Korrekt, ja, Cyber-Konflikt in dem Fall dann. Ja, dazu kommen wir gleich nochmal, wenn wir dann bei den Fallenkarten angucken. Korrekt. Sind. Gut. Aber ein Monster haben wir noch, zumindest halt ein Cybers-Monster für das Deck, und das ist der gute alte Parallel-Exit. Und der ist insofern eine ganz interessante Geschichte. Dadurch, dass wir sowieso halt sehr, sehr viel linken, können wir den Parallel-Exit auch sehr, sehr gut beschwören und uns damit halt auch ein paar kleine Exis-Optionen auch zurechtlegen, zumindest auf Rang 4. Oder eben einfach als weiteres Material für die größeren Link-Beschwörungen. Weil aus einem Monster 2 zu machen, ist schon eine feine Sache. Das ist richtig. Er sagt halt aus, sobald eine Link-Beschwörung stattgefunden hat, erfolgreich beschworen wurde, kann er sich selber specialen und bei dem, wenn er sich selber specialt, kann er seinen Effekt aktivieren und einen weiteren Parallel Exit aus dem Deck holen. Mhm. Beide werden zu Stufe 4. Ergo, das, was der Dirk gerade schon gesagt hat, für einen Exis-Monster der Stufe 4, ich spiele auch eins. Was? Ja, für den Notfall, aber auch nur, falls es dann doch mal ein bisschen schwieriger wird, ins Spiel zu kommen, weil es kann durchaus noch vorkommen, dass man doch vielleicht nicht ganz so gute Hände hat oder gegen ein starkes Control-Deck spielen muss und dann irgendwelche Ausweichoptionen braucht, um sich zumindest ein bisschen über die Runden zu bringen und dann ein paar nächste Kombo-Bestandteile zusammenzuziehen. Ja, aber trotzdem eigentlich wird so aus dem 1-2-Effekt halt quasi profitieren. Was man nur berücksichtigen muss, ist, wenn man den Parallel-Exit aus der Hand beschwört, dass man das nur in eine Zone tun kann, auf die das Link-Monster auch zeigt. Korrekt. Das heißt, die Positionierung von den anderen Monstern, die wir bisher beschworen haben, ist auch nicht ganz unwichtig an der Stelle. Ne? Also von daher, da muss man ein bisschen aufpassen, aber trotzdem ist der Parallel-Exit auch hier wieder ein extrem starker Extender, der in wirklich jeder Situation sehr gut kommen kann, weil eine Link-1-Beschwörung ist mit dem Deck ja wirklich immer möglich effektiv. So gut wie ja. Also grundprinzipiell immer. Gut, jetzt haben wir noch ein bisschen Platz bei den Monstern und die nutzen wir, um den Gegner so ein bisschen noch mehr Steine in den Weg zu legen. Und das tun wir in Form von unseren ja nicht mehr ganz so beliebten oder eigentlich nie beliebten Handfallen in Form von dreimal Aschenblüte und freudiger Frühling als, ja sag ich mal, der Orange, sag ich mal, ja, Handfallen-Freund. Der wesentliche Vorteil, den Aschenblüte aber auch in diesem Deck auch zusätzlich noch hat, ist, es ist ein Feuermonster und das können wir wirklich sehr, sehr gut wieder recyceln. Ne? Korrekt, das können wir nämlich dann im Endeffekt für den für den Sonnenlichtwurf nutzen. Genau, der Sonnenlichtwurf kann nämlich einmal pro Spielzug, wenn entsprechend ein Feuermonster beschworen wird, solange er auf dem Feld liegt, ein Feuermonster vom Friedhof wieder in der Hand hinzufügen. Dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer. Und da ist natürlich auch die Aschenblüte hier ein sehr, sehr gutes Ziel, wenn man genau weiß, der Gegner möchte im nächsten Zug wieder irgendwelche Sucheffekte nutzen und kann ihn damit ein bisschen halt noch mehr extremst ärgern. Korrekt. Mhm. Gut, aber wir haben noch mehr Handfallen zur Verfügung und ja, die zweitbeliebteste wahrscheinlich inzwischen oder auch eine der beliebteren Handfallen im Moment ist die Effektverschleierin, die auch nochmal hier gegnerische Monster-Effekte vereiteln kann, zumindest die, die auf dem Feld sich aktivieren. Korrekt, richtig. Mhm. Ist eine ganz, ein ganz guter Break für ganz viele Effekte, die halt searchen im Deck, im Gegner-Turn. Das ist also das einzige Manko am Wähler, dass er halt leider nur im gegnerischen Zug aktivieren werden kann. Gut, ja. Das ist sogar das einzige Manko, aber sonst ist das eine starke Karte in eigentlich jedem Deck. Eigentlich schon. Vor allem muss man auch mal sagen, es gibt effektiv nur ein wirkliches Deck, sag ich mal, wo die Effektverschleierin nur dann nicht hundertprozentig genutzt werden kann, weil das gute alte Wanderbrise-Deck spielt ja in beiden Spielzügen sehr, sehr viel. Und richtig. Da ist natürlich die Effektverschleierin, wenn man natürlich selbst am Zug ist, ein bisschen nutzlos. Aber trotzdem sollte man sie halt nicht vergessen, denn nach wie vor kann eine Effektverschleierin durchaus schon mal viele Züge beenden. Korrekt. Gut. Ja, dadurch, dass aber auch viele friedhofslastige Decks haben, die auch viel mit Karten im Friedhof arbeiten, haben wir noch die Dedekrähe hier bei dir vorzufinden. Genau.
Ja, das macht sogar in dem Fall dann ganz besonders viel Spaß, wenn man so ein Deck wie beispielsweise Despair markiert hat, weil die wollen ja auch einige Karten vom Friedhof recyceln, um hier weitere Fusionsbeschwörungen durchzuführen. Und wenn man dann mit einer DDK dazwischen fuschen kann, ist das natürlich schon sehr schmerzhaft. Das kann natürlich gerade auch dazu führen, dass man dann nicht mal eben so ohne weiteres dann im gegnerischen, beziehungsweise in unserem eigenen Zug dann eine Wächterchimäre auf dem Feld liegen hat, sondern kann das dann damit relativ gut verhindern. Korrekt, dafür ist sie auch da. Unter anderem halt Despair ist halt noch ein bisschen unterwegs, auch wenn es halt nicht mehr so, zwar so häufig gespielt wird, aber ich bin in der Vergangenheit sehr, sehr oft auf Despair getroffen. Dadurch habe ich mir ein bisschen geguckt, was ich am besten da reinpacken kann. Und da war die DDK eigentlich die beste Wahl. Wie gesagt, sie ist halt gegen viele Decks, gerade auch wenn man gegen Zombie Eldritch oder sowas spielt, ist halt natürlich extrem gut, weil da spielt sich alles im Friedhof ab. Von daher macht das halt einfach Sinn und viele Effekte werden halt auch erst im Friedhof aktiviert. Genau. Alternativ, falls man halt nicht ein Format bei sich quasi bei den Locals hat, wo nicht ganz so viel im Friedhof stattfindet, kann man auch alternativ sehr, sehr gut den Chaos- und Schlossvogel spielen. Das ist auch eine sehr, sehr gute Karte, die halt gerade Decks blockiert, die sich sehr, sehr viel suchen wollen. Also auch Großalamander wäre da ziemlich hart von betroffen, weil da sucht sich ja auch sehr viel, beziehungsweise zieht auch sehr viele Karten. Und da kann man mit einem Chaos- und Schlossvogel halt auch den Gegner ziemlich oft, ärgern, nennen wir es mal ärgern. Genau, also von daher, hier könnt ihr auch ein bisschen variieren, aber ich glaube ein Satz von 9 Handfallen ist schon ziemlich viel, also quasi ein Viertel des Decks nur mit Handfallen zu füttern, das schaffen nicht unbedingt viele Decks. Es wird weniger, dass halt viele Handfallen gespielt werden, aber Großalamander ist so eines der wenigen Decks, die das noch sehr exzessiv halt tun. Ja, der Vorteil ist halt mit dem Sunlight Wolf, also mit dem Sonnenlicht-Wolf, kann man halt einfach die Ash wieder recyceln, ne? Das ist halt ultra der Vorteil. Ja, das ist absolut richtig. Er ist auch eines der wenigen Decks, die das auch so gut machen können. Korrekt. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu den Zauberkarten über, weil die sind auch nicht ganz unwichtig und stellen hier eine sehr, sehr wichtige Basis vor. Und den Anfang machen wir hier wahrscheinlich mit der stärksten Karte, die ja auch von der Bannliste vor kurzem wieder belohnt wurde, sag ich mal, nämlich der Großalamander Kreis. Korrekt, ja. Ist natürlich ein sehr guter Extender in euren Zug und im Gegnerzug. Dazu kommt noch, wenn man einen Großalamander Monster kontrolliert, ist es halt von Monster-Effekten unaffected. Ne? Also wenn man das natürlich aktiviert, je nachdem. Genau, und wenn man halt ein Link-Monster mit sich selber quasi Link beschwört, das ist nämlich halt der zweite Effekt, den man gerne mal vergisst, weil in den meisten Fällen nutzt man halt nur den Sucheffekt, um sich ein Großalamander-Monster vom Deck der Hand hinzuzufügen. Aber auch der zweite Effekt ist gar nicht mal so unwichtig. Denn wie gesagt, man kann ein Großalamander Link-Monster mit sich selber Link beschwören. Das ist halt schon mal auch so eine Mechanik, die quasi die Großalamander, sag ich mal, erfunden haben, dass man sie mit sich selber einfach Link beschwört, um halt dann diese Bonuseffekte zu bekommen. Und dann zusätzlich noch von gegnerischen Effekten oder von Monstereffekten unberührt zu sein, das kann gerade gegen sowas wie einen Zugangskodiersprecher oder andere Monster schon sehr praktisch sein. Korrekt, weil er halt dann nicht getargetet werden kann. Ja, oder generell von solchen Effekten unberührt ist. Also das ist schon nicht ganz ohne. Sollte man also nicht vergessen, dass es diesen Effekt auch noch gibt. Also von daher nicht nur suchen, sondern auch quasi ein unberührbares Monster hinzulegen, ist nicht so verkehrt manchmal. Korrekt. Gut, dann kommen wir zu einer ganz anderen wichtigen Karte, nämlich dem Großalamander Heiligtum. Die reicht es auch definitiv einmal zu spielen, denn die kann man sich mit dem Großalamander Signalux ohne weiteres einfach aus dem Deck suchen und ermöglicht es uns, unsere Link-Monster mit sich selber quasi als Link-Beschwörung zu beschwören, ohne weiteres Material zu benutzen, um hier die ganzen Bonuseffekte der Link-Monster freizuschalten. Was in den meisten Fällen aber auch halt nur bei dem Sonnenlichtwolf der Fall auch wirklich nur benötigt wird, weil wir wollen effektiv halt nur den Signalux auf den Friedhof bekommen, um halt seinen Schutzeffekt später verwenden zu können, falls es da mal relevant ist. Korrekt. Genau, ja. Ich glaube, mehr muss man zu der Karte auch nicht großartig sagen. Klar, wir hatten noch einen zweiten Effekt, denn während der Schadensberechnung sollte ein Monster kämpfen, können wir nochmal 1000 Lebenspunkte aufgeben und ein Link-Monster wählen, dass wir kontrollieren und seine Angriffspunkte einfach zu Null ändern. Das ist gar nicht mal so, manchmal schon ganz interessant, aber ich glaube, der Effekt kommt auch eher selten zu tragen, oder? Ich glaube, ich habe ihn noch nie genutzt. Ja. Einmal aus Versehen, glaube ich. Ja, gut. Also eher ein seltener Effekt. Also wichtig ist im Prinzip nur halt der quasi Selbstbeschwörungseffekt oder dieser Advanced Link Beschwörungseffekt, den man einfach nur braucht, um dann die Bonuseffekte freizuschalten. Korrekt, das ist halt eigentlich nur darum, um dein Play mit dem Bailings fortzusetzen. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu weiteren Konstanzgebern und neben dem Flammenbuffalo haben wir noch einmal die Signet-Gewinnung, denn bei einem reinen Cybers-Deck macht es natürlich auch Sinn, so eine Sucherkarte wie Signet-Gewinnung zu spielen, einfach um sich nochmal hier die passende
ja, Großsalamander-Karte vom Deck der Hand hinzuzufügen oder auch mal den Mikrocoder, das kann nämlich auch ganz interessant sein. Ne, also wir müssen im Prinzip nur eine Karte abwerfen und dann entsprechend uns ein Cybermonster der Stufe 4 oder niedriger von unserem Deck der Hand hinzufügen. Genau, mit, richtig. Ja. Vorteil ist halt, er sagt halt nicht aus, es muss ein Cybermonster sein, eine Karte. Genau, einfach perfekter eine beliebige Karte. Genau, also von daher, falls man irgendwas anderes nutzt, was auf der Hand rumliegen haben, was wir auch im Zweifelsfall wieder recyceln können, ist die Silent-Gewinnung eine super Karte. Ja. Gut, dann kommen wir zu der weiteren Standardoption, um sich Karten ja, der Hand hinzuzufügen, nämlich der Topf der Begierden. Dadurch, dass wir die wichtigsten Karten sowieso in mehrfacher Ausführung spielen, tut es auch dann nicht ganz so sehr weh, dann auch mal 10 Karten von unserem Deck verdeckt zu verbannen. Und 2 Karten ziehen zu dürfen, ist eigentlich immer gut. Also von daher. Plus geht es immer gut. Ja. Wird in den meisten Fällen geasht, aber. Ja, gut, aber das ist auch eine gute Möglichkeit, auch so eine Ash halt rauszulocken. Ja, richtig. Ja, dann noch eine Standardkarte gegen Handfallen, die gute alte vom Grab gerufen. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr viel zu sagen, weil die ist so allgegenwärtig. Wird in jedem, fast jedem Deck gespielt. Genau. Dann kommen wir jetzt zu den Fallenkarten und da hast du jetzt 2 Sachen im Prinzip nur drin. Korrekt. Nämlich einmal in dreifacher Ausführung eine weitere wichtige, also richtige Handfalle, nämlich eine eigene Fallenkarte im wirklichen Sinne, nämlich die unendliche Unbeständigkeit. Ja, gerade als wenn man halt als Zweiter beginnt, kann man hier gegnerische Züge ein bisschen halt kleiner halten. Und ansonsten ist sie auch sehr offen, sehr positiv oder sehr gut auch im eigenen Zug zu benutzen. Denn wenn man sie geschickt positioniert, kann man auch störende permanente Karten auf dem gegnerischen Feld mal für einen Zug aus dem Spiel nehmen. Was gerade gegen viele Control-Decks, wenn ich so beispielsweise an das High-Deck denke, ne, wenn da der Krake mit großem Match liegt, dann kann es schon mal ganz gut helfen, die unendliche Unbeständigkeit in die passende Spalte zu legen und zumindest das große Match für eine Runde außer Gefecht zu setzen. Also kann Gamechanger sein. Ja, also von daher hier eine wichtige und starke Option, die man ganz gut spielen kann. Ja, wir waren ja vorhin auch schon bei den Signet-Karten und die einzige Signet-Karte, die du spielst, ist das Signet-Konflikt. Warum spielst du denn die Karte? Ja, ist halt ein Judgment, wenn ein Co-Talker auf dem Feld liegt, sagt einmal alles annullieren, ne? Außer halt natürlich die Summon, das ist natürlich, aber wenn sobald ein Monster-Effekt aktiviert wird, Zauber oder Falle, wird diese Karte verbannt und der Rest des Spielzugs kann diese Karte nicht mehr aktiviert werden. Ja. Ist natürlich ein Vorteil, ist auch ein Drop gegen eine Ash, vor allen Dingen. Ja. Das ist halt, wenn man gerade im Play ist und einen Signet-Konflikt liegen hat. Mhm. In der Regel ist es halt so, dass man halt sich die sucht, wenn man versucht, in den Heat-Soul zu kommen. Wenn man natürlich einen Microcoder auf der Hand hat, weil der die searcht. Mhm. Ja, ich spiele sie auf 1. So hat sich bewährt in der letzten Zeit. Mhm. Viele spielen sie auf 3, finde ich ein bisschen too much, aber auf 1 ist absolut fein. Ja, und gerade weil man sich halt so gut suchen kann, die Karte. Und dann in den meisten Fällen will man sowieso das Spiel recht schnell für sich entscheiden. Und da braucht man auch nicht unbedingt noch eine zweite oder dritte Kopie von dem Signet-Konflikt. Aber das kann dann jeder für sich selber entscheiden, ob er sie dann auf 1 oder auf 2 oder 3 halt spielen will. Genau, richtig. Was mir jetzt hier so ein bisschen dabei aufgefallen ist, bei dem Mandic zumindest bis jetzt, ist, dass du die themeneigenen Fallenkarten vom Großsalamander gar nicht spielst, also den Zorn unter anderem. Wie kommt's? Also ich habe es getestet. Mehrfach. Ich habe teilweise zu oft gebrickt. Also das heißt, ich habe sie gezogen, wenn ich sie nicht brauche. Und das ist natürlich immer schlechter. Also ich bin mit diesem Setup, wie es jetzt ist, ich habe das mehrere Monate getestet und mit diesem Setup bin ich wirklich am besten bisher gefahren. Okay, gut. Also habt ihr das schon mal gute Erfahrungswerte, jedenfalls viel spielen, merkt auch, zeigt auch dann einem, ob man dann die Karten spielen kann oder sie einem eher nur im Weg halt sich befinden. Das ist richtig. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Extra-Deck über. Da gibt es nämlich auch noch ein paar interessante Sachen zu sehen. Und wir fangen mal mit den Link-1-Monstern, in dem Fall dem Großsalamander-Signal-Lux an der Stelle an. Ja, wir haben ja gerade schon gesehen, er ist ja unser Sucher für das Heiligtum. Ne? Also wenn er beschworen wird als Link-Beschwörung und er dabei, glaube ich, auch für sich selber, nee, muss ich nicht mal für sich selber benutzt werden, sondern halt nur generell als Link-Beschwörung beschworen werden, dann kann man sich das Heiligtum suchen. Viel spannender ist aber, glaube ich, auch der zweite Effekt im Friedhof. Korrekt. Der zweite Effekt ist, sagt halt aus, wenn ein Großsalamander-Monster zerstört werden sollte. Würde, ja. Würde. Mhm. Dann kann man ihn banishen aus dem Grave. Um diese Zerstörung zu verhindern. Ja. Wichtig hierbei ist, das Ganze ist kein aktivierter Effekt. Das heißt, man kann diesen Effekt auch nicht mit Karten wie beispielsweise einem feierlichen Schlag verhindern, sondern der Signallux verbannt sich einfach nur statt der Zerstörung des Monsters. Also von daher, da muss man ein bisschen drauf achten, da vertut man sich ganz gerne mal. Das ist halt, wie gesagt, kein aktivierter Effekt. Das heißt, man kann da effektiv nichts gegen machen, um die Zerstörung mehr oder weniger, quasi, also die Nicht-Zerstörung zu verhindern. Korrekt. Mhm. Dann haben wir noch 2 andere Link-1-Optionen, nämlich den Großsalamander Almirage und den Lingoribo, die jetzt mal, sag ich mal, als wichtigere Optionen, denke ich mal, auch gedacht sind. Ja, gut, ist halt Alternative, in Link 1 zu kommen, ne? Mhm. Das ist eher so die temporäre Variante. In der Regel geht man halt über den Signallux in höhere rein. Ja, das ist richtig. Das ist halt nur dafür da, Link und dann weiter zu gehen. Das ist halt, der Vorteil ist,
Der Almirage benötigt halt einfach nur ein Monster mit weniger 1000 oder weniger ATK. Und das muss halt normal beschworen sein. Richtig. Und der linke Uribo sagt halt Cyberstufe 4 oder niedriger, also es ist egal. Also daher, dass ich zu 98% nur Cybermonster spiele, ist das... Ja, vollkommen irrelevant. Vollkommen irrelevant. Geht einfach nur für das Next Play, spiele ich die. Ja, was man halt nur berücksichtigen sollte, was man auch in manchen Situationen ganz gut nutzen kann, sind die Effekte von Almirage und Linguribo. Denn Linguribo ist in der Lage, eine Fallenkarte zu annullieren, was natürlich gegen fallenlastige Decks durchaus nicht verkehrt sein kann ab und zu. Weil gerade wenn man halt den Zeit-Konflikt nicht gerade zur Verfügung hat. Und mit Almirage kann man noch einmal die Zerstörung von einem Monster finden, indem man ihn selber als Tribut anbietet. Also auch nicht so ganz verkehrt. Und vor allem der Effekt von Großalamander Almirage, wenn man den Effekt nutzt, um ihn als 5 Friedhof zu legen, kann man auch den Effekt der Gazelle wieder triggern. Also von daher, so ein gewisser Nutzen ist ja von den Karten auch außerhalb ihrer regulären, sag ich mal, Funktionsweise noch gegeben. So sieht's aus. Mhm. Gut, aber ein Link-Monster, Link-1-Monster hast du noch hier drin, nämlich die Linkspinne. Warum? Die Linkspinne spiele ich eigentlich nur als Filler. Ich habe ein bisschen getestet, was man noch sonst so spielen kann. Mhm. Ist einfach nur, um in den Link zu kommen und weiter zu spielen. Daher, dass ich keine normalen Monster spiele, ist der Effekt irrelevant. Von daher ist es halt nur, um was wegzulinken, egal was, um halt weiter zu spielen in nächsthöheren der Link-Monster. Ja, okay, gut. Ist auch ein sinnvoller Nutzen hier. Ne? Also genau. Muss man dann auch nicht mehr allzu viel verlieren. Gut, dann gehen wir mal zu den Link-2-Monstern über. Und hier ist wahrscheinlich der Großalamander Sonnenlichtwolf, ja, sag ich mal, eine der zentralsten Karten. Weil um den dreht sich eine ganze Menge. Er kann halt, wie gesagt, Feuermonster recyceln. Das haben wir im Vorfeld ja schon mal angekündigt oder schon mal erwähnt. Den zweiten Effekt, den er bekommt, wenn er selber mit sich selbst als Material beschworen wird, ist in dem Fall nicht möglich, weil er nur einmal in deinem Deck drin ist. Korrekt. Aber das ist auch sowieso nicht wichtig, weil du die ganzen Großalamander-Zaubern fallen auch nicht spielst, außer halt den Kreis selber natürlich, um sie zu recyceln. Genau. Von daher braucht man ja doch nicht zweimal spielen, weil man die Fallenkarten hier nicht recyceln kann, weil sie nicht drin sind. Genau, richtig. Das ist halt nur eine gute Extender-Möglichkeit, ne, um eventuell eine Ash zu recyceln. Ja. Ne, macht halt Sinn, bietet sich an und... Ja, das war so die beste Wahl, den auf 1 zu spielen. Ich hatte den erst auf 2, war aber nicht so effektiv. Ich beschwöre ihn kaum, ehrlich gesagt. Wirklich nur in allerhöchsten Notfall. aber sonst starke Karte. Ja, das stimmt. Gut, dann kommen wir zu den anderen Cybers-Unterstützerkarten. Hier haben wir einmal den Schwallmagier, den Kodiersprecher und was man auch öfter oder auch viel sieht, ist der Update-Störer. Alles, ja, sag ich mal, Combo-Extender, weil mit dem Schwallmagier kann man halt ein Cybers-Monster vom Friedhof wiederbeleben. Der Kodiersprecher ist quasi auch nur eine Zwischenschritt-Option, denke ich mal. Genau, richtig. Ne? Genau, und der Update-Störer zusätzlich ist nochmal ein kleiner OTK-Garant. Denn wenn man mit ihm ein Monster beschwört, dann gibt es erstmal einen fetten kleinen Doppelangriff. Und genau, das ist halt schon richtig schmerzhaft. Gerade wenn man auf den guten alten Zugangskodiersprecher hochlinkt, ist das schon sehr fatal. Ne? Also von daher, Combo-Extender, das ist auch das wesentliche Merkmal von deinem Deckbilden, ne? Combo-Extenden und dann wirklich möglichst schnell auf hohe Link-Monster halt. Korrekt, genau. Das ist so der Sinn und Zweck des ganzen Decks. Mhm. Gut, abseits davon nochmal, um potenzielle Zaubern fallen loszuwerden, weil du keine Karten wie zum Beispiel den Harbian Federwisch spielst, hast du doch einmal den Abtraum Ritter Phönix mit drin. Korrekt. Ja, gut. Wesentliche Schwäche von dem ist halt, er hat keine Linkfalle nach unten. Das ist natürlich dann für einige Sachen natürlich wieder ein bisschen problematischer. Aber nichtsdestotrotz ist er auch eher nur für den Notfall letzten Endes halt gedacht, um nochmal hier problematische Karten loszuwerden. Ja, wirklich absolut im Notfall, wie gesagt. Also ich musste ihn auch bis jetzt noch nicht beschworen, aber war eine sehr gute Alternative halt, weil ich keinen Federwisch spiele. Ja. Um halt eine saubere Falle halt zu zerstören. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu den Link-3-Karten über und da hast du wahrscheinlich als wichtigste Karte als eine der wichtigeren Karten hier den Dekodiersprecher Heißseele. Ja. Der ist ja auch noch relativ neu. Er kam ja mit Ghost from the Past 2 raus. Richtig. Und was ist so der wesentliche Zweck der Karte? Wesentlicher Effekt ist halt, den im First Try zu kriegen, auf ihn drauf zu linken. Geht einfach darum, 1000 Lebenspunkte zahlen. Und erstmal schön eine Karte ziehen. Ja. Vorteil ist in der gegnerischen Draw-Phase aktivierbar. Mhm. Heißt, man kann zwei Karten ziehen, um 2000 Lebenspunkte zu zahlen. Danach ist er eigentlich entweder weg oder man geht dann halt noch eine Stufe höher. Dazu kommen wir dann gleich. In der Regel ist er dann schon zerstört. Man kann ihn halt, das ist der zweite Effekt, das ist halt absolut irrelevant im First Try. Ist halt nur, um halt ein Monster zu reborn vom Friedhof, Link 3 oder niedriger. Ja, gut. Kommt natürlich im ersten Spielzug nicht unbedingt häufig vor, aber der Zieheffekt, um seine Hand ein bisschen aufzufüllen und weitere Combo-Plays zu machen. Genau, richtig. Mhm.
Gut, dann wichtiges anderes Bindeglied bei den Combo-Plays ist der Transkodiersprecher, der auf seiner Seite auch wieder ein Cybers-Monster vom Friedhof wiederbeleben kann und auch dafür sorgt, dass wir auch nur Cybers-Monster für den ganzen Spielzug halt beschwören dürfen. Korrekt. Das ist halt auch eines der wesentlichen Merkmale, gerade von vielen Cybers-lastigen Decks, dass man den Transkodiersprecher immer mal wieder findet, um hier auf, ja, sag ich mal, Link-Climb-Kombos halt zuzugehen. Ich meine, das ist halt die perfekte Option, wenn man in Link 3 in den Transkodier-Talker kommt, dann ist es eigentlich easy going, es sei denn, es kommt eine Effektverschleierung. Eine Effektverschleierung oder whatever, was irgendwie negiert oder so. Ja. Solange das nicht kommt, ist der Access Code eigentlich vorprogrammiert. Vorprogrammiert. Ja. Und wenn wir schon davon reden, bringen wir nochmal direkt ins Bild rein, den Zugangskodiersprecher. Er ist so der wesentliche OTK-Garant auch, der halt sehr, sehr viele Karten wegschießen kann. Insbesondere deshalb, wenn man diese ganzen Link-Kombos sich mal durchguckt, und du hast ja viele Monster auch in unterschiedlichen Eigenschaften, und das ist auch ein wichtiger Bestandteil der ganzen Strategie, möglichst viele Monster mit unterschiedlichen Eigenschaften auf den Friedhof zu bekommen, um auch entsprechend viele Karten vom Gegner wegschießen zu können. Ja, ist halt das A und O. Vorteil ist halt, es kann auf den Effekt, wenn nicht reagiert werden. Mhm. Das ist halt so mit das Wichtigste. Hat mir auch schon da den einen oder anderen Sieg gekostet, deswegen habe ich mich dafür entschlossen, den zu spielen. Eine mega starke Karte, eigentlich so, was im Format eine mit der stärksten Karten ist, finde ich. Ja. Natürlich Link 4, klar, muss man erstmal drauf kommen, aber mit Salamence Great ist das relativ relativ einfach gemacht. Ja, klar, weil du halt so viele Combo-Extender hast, die wirklich dein Feld so dermaßen fluten mit Monstern, dass man den Zugangskodiersprecher einfach aufs Spielfeld legen kann. Genau, richtig. Und wie gesagt, sein Effekt zum Zerstören ist halt Ultra-Bombe. Und vor allem, wenn er noch da bis zu 3000 Angriffspunkte in den meisten Fällen noch oben drauf bekommt und dann mit dem Update-Störer beschworen wird, Doppel-OTK, dann heißt es gute Nacht. Ja. Gut, aber wir wollen nicht vergessen, du hast noch zwei Exis-Optionen drin. Korrekt. Und das sind einmal der Großsalamander Wunderhengst und einmal Nummer 41 Barguska, um dir noch ein bisschen Zeit zu kaufen. Und der Wunderhengst ist nochmal ein weiterer Sucher, ne, um nochmal als Combo-Extender zu fungieren. Dadurch, dass du auch viele Level-3-Monster spielst, kriegst du da ziemlich gut aufs Feld. Und das bügelt auch so ein bisschen die Schwäche von beispielsweise dem Gürteltier wieder aus, weil er sich ja verbannen würde, wenn er das Spielfeld verlässt. Und dadurch kann man das halt umgehen, indem man einfach das Gürteltier als Exis-Material für den Wunderhengst verwendet. Ja. Ja, bei Guska braucht man nicht viel zu sagen. Das ist halt über Parallel-Exit easy machbar. Ja. Ist halt einfach, nein, du spielst jetzt nicht mehr. Ist einfach, um ein bisschen Zeit zu schinden, um sich für den nächsten Turn vorzubereiten. Sagt einfach nur aus, Gegner muss jedes Monster, was beschworen wird, über eine Verteidigungsposition gelegt. Und jedes Monster, was in Verteidigungsposition liegt, ist unaffected. Heißt, kann seine Effekte nicht aktivieren, beziehungsweise die Effekte werden halt annulliert. Wichtig hierbei ist, das Ganze funktioniert nicht bei Link-Monstern, deswegen ist natürlich auch der hohe Link-Monster-Count natürlich in deinem Deck wieder natürlich sehr von Vorteil. Korrekt. Ja. Gut, dann hätten wir es auch schon. Das Deckprofil für Sebastians Großsalamander haben wir jetzt einmal vollständig durchgebracht. Jetzt wollen wir ganz gerne mal wissen, was haltet ihr denn eigentlich so grundsätzlich von dem Großsalamander-Themendeck? Schreibt mal ein paar nette Kommentare. Habt ihr vielleicht noch ein paar Verbesserungsvorschläge für das Deck? Schreibt mal gerne rein. Wir wollen ganz gerne wissen, was kann man vielleicht noch ein bisschen anders machen? Ja. Ja, dann ansonsten, falls euch das Deckprofil gefallen hat, lasst nochmal gerne ein Like da. Natürlich ganz wichtig, auch unseren Kanal zu abonnieren, um unsere Deckprofile und andere Videos nicht zu verpassen. Ja, danke Sebastian, dass du da warst. Nicht zu danken. Ja, jederzeit wieder. Ja, schön. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Falls ihr mal selbst was vorstellen wollt, wie gesagt, kauft euch gerne ein Ticket, kommt gerne vorbei und fragt einfach mal. Vielleicht habt ihr auch dann die Chance, mal euer Deck vorzustellen und der breiten Zuschauerschaft mal zu präsentieren. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.